Vor mittlerweile 11 Jahren hat Apple mit dem Voice Assistant Siri gestartet. Heute gibt es neben der Alternative von Google, dem Google Assistant, aber vor allem noch Amazons Alexa. Und bei der Frage, welcher denn von den dreien der beste ist, gehen die Meinungen wirklich weit auseinander. Und genau deshalb stellen wir heute mal alle drei auf die Probe und schauen im Praxistest, wer die Goldmedaille abräumt. Zum Experiment. Ich werde 35 Fragen stellen und schauen, welche Antwort wir darauf bekommen. Immer wenn ein Assistent eine zufriedenstellende Antwort gegeben hat, wirst du Folgendes sehen. Ist die Antwort nicht zufriedenstellend, siehst du Folgendes. Der Counter zählt jeweils die Punkte. Also, auf geht's. Legen wir los mit Mathematik. 48 mal 12. 38 plus 24 mal 12. Und jetzt geteilt durch 3. Jetzt multipliziere das mit 320. Konvertiere 25 Meter in Meilen. Schauen wir, wie gut der Assistent das Gerät steuern kann, auf dem er selbst läuft. Schalte WLAN aus. Mache den Bildschirm um 10% heller. Ändere meinen Hintergrund. Schalte den dunklen Modus an. Kommen wir jetzt zu allgemeinen Fragen. Wie ist das Wetter heute? Wie ist das Wetter morgen? Wie ist das Wetter heute in einer Woche? Spiele Dickes B von Seed. Wer ist Elon Musk? Wie groß ist er? Hat er Kinder? Öffne Wikipedia zu Elon Musk. Zeige mir Restaurants in Karlsruhe. Zeige mir das bestbewerteste Restaurant in Karlsruhe. Spielt die Bundesliga gerade? Wann hat Deutschland das letzte Mal die Fußballweltmeisterschaft gewonnen? Zeige mir Filme von Gerard Butler. Zeige mir mehr über Gesetz der Rache. Wer sind die Schauspieler im Film? Zeige mir meine Fotos des letzten Jahres. Welches von ihnen zeigt ein Auto? Wie weit ist es von Berlin nach Hamburg? Kannst du mich dorthin navigieren? Wie ist mein Name? Erinnere mich daran, Milch zu holen in 2 Stunden. Lösche diese Erinnerung. Erzähl mir etwas Gutes. Schlage mir einen schönen Urlaubsplatz vor. Starte einen Timer in 5 Minuten. Erzähle mir einen Witz. Wie du gesehen hast, gewonnen hat der Assistant von Google. Aber mal ganz ehrlich, für 11 Jahre Sprachassistenten auf dem Markt ist es schon irgendwie enttäuschend, oder? Wie siehst du das? An der Stelle sollte ich auf jeden Fall nochmal erwähnen, wenn die Assistants auf Englisch benutzt werden, funktioniert das Ganze mit Sicherheit nochmal eine ganze Ecke besser. Ich wollte das Ganze im Deutschen testen, weil zumindest ich das Ganze auch im Deutschen nutze und wir hier an einem deutschen Kanal sind. Lass mich es gerne mal in den Kommentaren wissen, welchen Assistant du am besten findest, ob du ihn auf Deutsch oder Englisch nutzt, da bin ich super gespannt drauf. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn du dem Ganzen einfach einen Daumen nach oben gibst. Das wird uns auf YouTube weiterhelfen und natürlich den Kanal abonnieren, weil nächste Woche am Dienstag um 18 Uhr geht es mit dem nächsten Video weiter und ich freue mich, dich da zu sehen. Bis dann. Ciao, ciao.